Mittelfinger für die AfD. Udo Lindenberg ist eine ziemliche Legende, den kennt ihr alle. Ja, ihr wisst schon, der Typ, den eure Eltern immer gehört haben. Jetzt ist der Rockstar auch zum Ehrenbürger von Hamburg ernannt worden. Bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde im Hamburger Rathaus gab es aber Stress. Die AfD lehnte als einzige Partei die Verleihung ab. Sie sagt, Lindenberg habe Schwierigkeiten, demokratische Wahlergebnisse zu akzeptieren. Unter anderem habe Lindenberg nach der letzten Wahl in Thüringen AfD-Wähler diffamiert als braune Gespenster und menschenfeindliche Brandstifter. Eine solche Sprache sei eines Ehrenbürgers unwürdig. Udo Lindenberg hat ziemlich deutlich gezeigt, was er vom Redebeitrag des AfD-Politikers Dr. Alexander Wolf gehalten hat. Eine kleine Kurbelbewegung mit rechts, ein ausgefahrener Finger mit links. Was genau das heißt, wisst ihr alle. Die AfD droht mit einer Anzeige wegen Beleidigung und fordert eine Entschuldigung von Udo Lindenberg. Dass sie die vom Rockmusiker bekommt, kann aber zumindest bezweifelt werden.